Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Der Wein begleitet den Menschen schon seit Jahrtausenden, gerade im Mittelrheintal und dort im Besonderen im Wallfahrtskloster Bonhofen. Denn da wurde 2019 zum Jahr des Weines ausgerufen und ein wunderschöner Weingarten angelegt. Das Projekt ist quasi abgesegnet. Jesus, die Bibel und die Christen sind dem edlen Tropfen durchaus zugetan. Dazu liegt das Kloster mittendrin in einer ehemals bedeutenden Weinlage. Vor 3 Jahren, da war hier so ein leerer Platz. Da habe ich gedacht, ja, was können wir damit tun? Also wenn wir schon einen Platz haben, das bedeutet, dass wir etwas bauen können. Dass wir etwas so anbieten können. Dass wir etwas so verwirklichen können. Und da habe ich gefastet, da habe ich gebetet und Herr gefragt, Gott gefragt, was kann ich hier tun? Dass ich den Menschen Hoffnung schenke und Freude schenke, das ist sehr wichtig. Es gibt viele Menschen in der heutigen Zeit, die leider nie so viel so mit der Freude zu tun haben. Und der Wein erfreut das Menschenherz. Das ist vom Psalm 104. Solchermaßen mit höheren Weihen versehen, realisierte der Pater gemeinsam mit einigen helfenden Händen das Jahr des Weines. Mit der Zeit habe ich Menschen angesprochen, die mir geholfen haben. Allein kann ich das nicht. Ich kann beten, ich kann fasten, aber ich habe nur 2 Hände. Der liebe Gott weiß Bescheid und er hat mir Menschen geschickt. Zum Beispiel diese 60 Weinstücke habe ich als Geschenk bekommen. Der Weingarten wäre kein typisches Werk des Paters, wenn er nicht in professioneller Weise umgesetzt wäre und nicht die kleinen, aber wichtigen Besonderheiten aufweisen würde, die begeistern, neugierig machen und informieren, zum Beispiel die Audiostationen. Der soll alle Sinne eines Menschen ansprechen. Also wenn wir uns hier hinsetzen, da können wir sehen, da können wir riechen, da können wir auch eine Weinmeditation zuhören. Und da können wir auch den Wein probieren. Und deshalb hinten, da in der Ecke, gibt es einen Kühlschrank. Und da kann man sich bedienen und ein Gläschen guten Wein trinken von der heiligen Hildegard aus Bingen. Der Weinberg soll die Besucher also zu einer besonderen Art von Andacht inspirieren. Das Thema Wein passt übrigens auch in geschichtlicher Hinsicht in bester Weise zum Standort des Klosters. Bevor wir das Kloster 1680 gebaut haben, da stand hier so ein Weinberg mit 3383 so Weinstücken. Unvorstellbar. Also Wein und Rhein ist sehr, sehr tief verbunden. Das immer mobilere Freizeitverhalten der Menschen bringt zwar eine gewisse Steigerung der Besucherzahlen mit, aber Pater Erik wünscht sich sehr, dass sich die Menschen noch etwas mehr für das Kloster interessieren. Besonders vom Rheinsteig, wissen Sie, da kommen viele Menschen, die auf der Suche sind, die wandern und so weiter. Und da spürt man, sie setzen sich hin, bleiben eine Weile hier, einige hören diese Meditationen zu, einige lesen nur die Bana, einige setzen sich ganz schön gemütlich und trinken so ein Gläschen Wein. So schön dieser Weingarten auch ist, im Sinne des ständigen Wandels des Lebens hat Pater Erik schon das nächste Jahr im Auge. Da wird es auch wieder um eine Frucht gehen. Da werden wir in einem Jahr so das Jahr des Apfels erleben, da werden wir Cidre trinken. Der Tradition nach, da sollte ein Apfelbaum sein. Aber in Genesis, in der Bibel, steht das nicht. Und da bin ich gespannt, welche Antworten kriegen wir. Warum so viele Künstler haben diese Szene so dargestellt, dass die Eva in der Hand einen Apfel hat. So kann man gespannt sein, mit welchen Genüssen und Ideen das Wallfahrtskloster Bornhofen neben der religiösen Thematik seine Gäste erfreuen wird. Eine ganz besonders süße Versuchung ist für 2021 geplant. Dann wird es um die Schokolade gehen. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.